Hallo, das soll hier ein Informationsvideo sein zum Maxi Pro MP 800er Serie. Und es geht folgendes, wenn man in das Fehlersuchprogramm reingeht, dann hat man ja die Hersteller hier, die Herstellerlogos oder Icons, wie man sie nennen möchte. Und da sie sehr einheitlich aussehen in dieser schwarz-weiß Optik und nicht sehr ansprechend, habe ich auch bei Autel und auch dort beim Herrn Mittmann, wo ich das Gerät gekauft habe, bei Mittmann Live, gab es keine parate Lösung dazu. Und irgendwie fand ich das nicht ansprechend. Zwar wurde erklärt, man kann natürlich hier über die Schnellsuche gehen und dort sich die Fahrzeuge raussuchen, aber da auch oft Kunden über die Schulter schauen und sich das gerne angucken wollen, natürlich auch dabei sein wollen, wenn wir ein Fehlerausleseprotokoll machen, und dann sieht das halt nicht so ansprechend aus. Und wahrscheinlich ist es bedingt dadurch, dass Autel aus markenrechtlichen Gründen vermutlich diese Icons nicht ändern darf. Das ist meine Theorie. Ich weiß es nicht, ob das so stimmig ist. Man kann aber diese Logos tatsächlich doch verändern. Ja. Also ich habe da lang probiert und lang gesucht, und dann habe ich zum Glück ein Video gefunden auf einer englischen Seite, der das auch bei dieser Serie, weil bei den höherwertigen Serien ab 900er ist das wirklich ganz einfach, das zu ändern. Nur bei der Serie ist es nicht ganz so einfach zu ändern. Da haben sich Autel wahrscheinlich nicht so eine Mühe gegeben. Ja. Und ich will das mal zeigen, wie das dann aussehen kann. Das wäre zum Beispiel jetzt die Startseite. Das sieht doch schon mal viel besser aus, wie diese Schwarz-Weiß-Logos, die nicht viel aussagen. Ja. Hier ist jetzt das Ford-Symbol. Und ich würde gerne an einem Beispiel mal zeigen, wie man das bei einem Modell zum Beispiel abändern kann. Das muss man dann leider für alle Modelltypen dann immer wiederholen. Aber naja, sieht auf jeden Fall deutlich besser aus, würde ich sagen. Ja. Dann würde ich mal vorschlagen, können wir das bei diesem Kia-Modell mal probieren, wie das geht. Und dann zeige ich die einzelnen Schritte, und wenn es einen interessiert, dann kann er ja das auch nachmachen. Dann geht man erstmal hier drauf auf den Browser, und was man raussuchen muss, ist ein Kia-Logo und am besten mit PNG-Endung. Ja. Und dann muss man sich halt irgendwas ausrufen, was einem gefällt. Zum Beispiel das hier, das würde mir jetzt ganz gut gefallen. Dann gehe ich hier drauf. Dann muss ich das Logo... Ach nee, das kann ich direkt wohl anklicken, also länger drauf drücken. Ne, Seite besuchen, genau. Dann besuchen wir mal die Seite. Dann sollte das Logo hier auftauchen. Hier ist das Image, auch diese Endung PNG. Dann gehen wir etwas länger drauf, und dann geht dieses Menüfeld auf, und dann gehen wir auch einfach auf Save Image, und dann sehen wir auch, hier unten wird das geladen. Um das nochmals gegen zu kontrollieren, gehen wir hier auf Downloads hier rüber, gucken uns das an. Ne, hat es leider nicht geladen. Das hat nicht funktioniert. Also gehen wir nochmal auf den Browser. Gehen nochmal zurück. Das muss man halt ein paar Mal probieren. Loading. Zurück. Das hat nicht funktioniert. Dann versuchen wir mal ein anderes Logo. Kia Motors. Gehen wir mal da drauf. Versuchen wir das mal. Besuchen wir die Webseite. Versuchen wir mal das runterzuladen. Save Image wieder. Dann auf diesen Home-Button, auf Downloads. Ach, und hier oben sieht man das dann. Jetzt hat er dieses Kia-Symbol runtergeladen. Das ist dann wunderbar. Da sind noch andere Dinge, die ich mal runtergeladen habe. Das spielt jetzt mal gar keine Rolle. Und dann gehen wir wieder auf den Home-Button. Gehen dann in den Explorer rein. Und dann gehen wir auf Downloads.
Und dann sehen wir hier oben dieses Kia-Symbol, das wir uns vorher runtergeladen haben. Da drücken wir etwas länger drauf, bis dieser blaue Haken da erscheint. Dann gehen wir hier unten hin auf More und dann gehen wir auf den Menüpunkt Move To. So, und dann müssen wir in diesen Menüordner rein, wo diese App oder dieses Logo erzeugt wird. Also gehen wir in Scan und dann gehen wir in den Ordner, Unterordner Vehikel. Und das europäische oder asiatische Fahrzeug, ja, es dürfte sogar asiatisch sein, ja. Kia. Können wir ja mal reingehen, gucken, ob das hier drin ist. Kia, genau. Hier ist auch Kia. Dann gehen wir hier auf Kia rein. Und hier haben wir das Kia-Symbol. Ach nee, hier in den Ordner wird es dann eingepflegt. Da machen wir dann okay. So. Jetzt müssen wir hier wieder raus, am Home-Button. Dann müssen wir hier alle Applikationen zumachen. Jetzt müssen wir wieder in den File Explorer. Jetzt müssen wir in den Ordner Scan rein. In den Ordner Vehicle. Asia. Aber das ist egal, ob das Asia oder Europe ist, spielt überhaupt keine Rolle. Dann gehen wir in den Ordner Kia rein. Und jetzt sehen wir jetzt auch dieses Logo auf. Und Autel verwendet dieses Logo, was der angezeigt wird bei der Fehlersuche, nennt sich KPNG. Und da gehen wir jetzt drauf, drücken drauf. Und das Logo verändern wir, indem wir das jetzt umbenennen. Da gehen wir auf Rename. Und dann nennen wir das, wie auch immer, K1, K2, K3, egal, da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Wir müssen es nur verändern. Ich sage jetzt mal K2. Und dieses Logo, das, was wir jetzt verwenden wollen, das nehmen wir jetzt, drücken auch drauf und das nennen wir dann K. Also das Logo, was, jetzt steht hier die Endung JPG, JPEG. Das müssen wir natürlich ändern in PNG, gehen auf OK und jetzt sehen wir hier unten das KPNG, dann nimmt er dieses Logo als Startlogo. Ja, das gucken wir uns jetzt mal an, ob das auch geklappt hat. Da gehen wir jetzt in das Fehlersuchprogramm rein. Das öffnen wir jetzt. Dann gehen wir rüber. Und siehe da, seht ihr es, das Symbol wurde verändert, das Kia-Symbol. Und so könnt ihr das quasi mit allen Symbolen machen, die für euch interessant sind. Oder ja, dass das im Prinzip, wenn man das öffnet und andere Leute schauen einen über die Schulter, weil das sieht ja, denke ich mal, 10-mal hochwertiger aus, wie wenn ich mir sowas antun muss. Natürlich findet man die Autos auch anders, aber ich finde, ein Gerät sollte auch, wenn es jetzt auch mittelpreisig ist, einigermaßen ansprechend aussehen in der Optik. Und naja, das bringt halt nicht viel. Das war so mein Beitrag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön. Tschüss.